Moin zusammen, wir hüpfen zu zweit eine Runde nach Grafton mit nur einem Beweis. Ich hoffe, der Schwierigkeitsgrad war noch richtig eingestellt. Jetzt kann ich es leider nicht mehr nachgucken, aber ich habe nichts dran geändert, glaube ich. Ich denke mal nicht. Ich denke mal, der stimmt noch. Wenn nicht, merken wir es ja. Ja, ist noch der Richtige. Okay, Ghost Event, EMF, Escape during the Hunt. Okay, die Aufgaben sehen okay aus. Der Breaker ist wahrscheinlich oben. Wir bereiten alles vor und sind gleich wieder da. So, wir hüpfen direkt mal rein ins Häuschen. Der Breaker ist oben. Und es schneit. Das heißt, das Thermometer wird erst vielleicht nach gefühlten 5 Minuten was bringen. Kein Versteck hier. Natürlich nicht. Okay. Haben wir hier einen Knochi? Ach ja, ich habe heute gesehen, dass mit den Level Wipe ist. Jetzt haben die jetzt veröffentlicht, was man für eine Badge wählen kann. Aber bis das Video hier live kommt, habt ihr es eh schon wahrscheinlich 10.000 Mal gelesen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Die Farben wird man in 10er Schritten, die Hintergründe in 100er Schritten und in den 1000er Schritten kommen dann die Symbole. Wird auf jeden Fall cool. Und ich glaube, die Levelzahl sieht man dann auch. Ich habe den Geist gefunden. Minus 1,4 und Gefriertemperaturen. Hier okay. In dem Zimmer. Ich weiß nicht, welches Zimmer ich bin. Ist das der Twins Bedroom, der mit den zwei Betten? Oder ist das der andere mit dem Badezimmer und dem Lagerraum? Ich denke, das ist die Küche. Da muss ich dich erstmal finden. Lichtschalter. Die Küche ist, wenn du vom Esszimmer in die Küche kommst, ist der Lichtschalter direkt rechts. Knochen habe ich hier leider nirgendwo gefunden. Aber es sind hier Friertemperaturen um minus 5 und so. Aber ich finde den Schalter leider nicht. Ich muss mal runterkommen, mehr den anderen. Oh, hier liegt eine Dose auf dem Boden im Esszimmer. Kommst du mal bitte hier hin? Guck mal, hier bin ich. Siehst du mich? Ich bin gerade in der Küche, aber wo bist du? Ich konnte ja nicht. Guck mal bitte in den Flur. Ich konnte ja nicht sehen, wo ich bin. Guck mal hier. Ja, hier, wo friert hier es denn? Ich. Ja, hier drin. Ja, das ist die Küche. Ja, meine ich doch. Ja, hier ist hier friert es, da ist Minus, ne? Ja, und da war auch die Friertemperatur doch riesig. Ja, guck mal, hier liegt auch eine Dose auf dem Boden, also ist die wahrscheinlich auch hier rüber geflogen. Die rollt sogar noch ein bisschen. Hier ist definitiv der Geist, okay. Nur zum Schalten. Den Knochen habe ich aber leider nicht gefunden. Ja, dann suche ich jetzt weiter. Kannst du die Friertemperaturen eintragen? Ja, habe ich schon gemacht. Wir müssen trotzdem noch nach Orbs gucken, weil es könnte ja noch ein Mimic sein. Ja, ist klar. Pass auf, ich gehe aber hier den Knochen suchen und du machst den Geisterraum, okay? Ja, ich versorge hier den Geist. Ja, jetzt sehe ich okay. Den Gefrieratem auch. Also, du musst ja nur noch da hinten die paar Zimmer absuchen nach dem Gedöns. Ja, der verfolgt das Buch mich brauchen hier. Wir nicht mehr, weil wir haben ja Gefrierer. Wir müssen nur noch gegenchecken wegen Mimic. Er ist schon wieder auf mich abgesehen. Okay, er ist auf jeden Fall hier drin, der läuft auch hier durch den Sensor. Hier in dem Raum, wo ich jetzt bin, ist ein Versteck hinter der Matratze. Oh, der läuft aber hier auch durch den Flur hier oder Wohnzimmer, ist er auch im Flackern hier. Der ist auf jeden Fall. Nee, aber hier in das Salz ist er jetzt nicht getreten. Aber hier war gerade schon Flackern hier im Raum hier. Ja, das Flackern bedeutet nichts, da brauchst du nichts groß drauf geben. Ich tue dir mal hier einen Sensor in die Tür, dann siehst du ja, ob er ins Wohnzimmer kommt. Okay. Okay, einen Sensor das machen Licht wir. Das habe ich angemacht im Wohnzimmer, damit du Bescheid weißt. Einen machen wir noch für den Ghost Highway. Dann machen wir das einmal hierher, das einmal hierher. Und einmal so, so und so. So, machen den einmal an. Wenn du Verstecke hast, sag mir bitte, wo die sind, ja. Also, er hat gerade den Breaker gekillt, es ist kein Gin. Beim Breaker ist leider kein Versteck hier oben, nur hinter dem Sessel, wie immer. Aber sonst habe ich auch noch keine Verstecke gesehen. Okay, ein Versteck ist hinter der Matratze, wo der Geisterraum ist in dem Zimmer. Warte mal, ich glaube, das war nicht der Geist. Ich glaube, wir haben zu viele Lichter angehabt, weil alle Lichter sind jetzt aus.
Es war nicht der Geist schuld gewesen. Der Geist ist unschuldig. Wir hatten zu viele Lichter an. Da muss man immer aufpassen. Wenn danach die Lichter alle aus sind, dann war es eine Überladung gewesen. Und dann ist es nicht der Geist. Ich schau mal gerade ein Feuerzeug. Ich glaube, ich habe eins vor die Tür hier geworfen. Da liegt eins vor der Tür. Brauchst du das? Nee, ich habe doch hier meins. Ah, okay, dann nehme ich das. Okay. Ich brauche nur das EMF. Schnell, hast du eine Kamera? Ah, Mist. Was war das denn jetzt? Event? Das war ein Ghost Event. Traue mich ja nicht weiter zu suchen, ey. Oh, er ist ins Salz getreten. Ja, das Versteck unter der Treppe ist ja auch sicher, ne? Oder? Falls es ein Jure ist. Ja, ich brauche eine Kamera. Hier sind ja gar keine Kameras. Ich habe eine auf der Hand. Das ist ja nichts. Wir müssen aber da gehen. Ich glaube, es ist zu spät. Ja, ich lasse es lieber. Ich komme weh zu drücken, ne? Wenn du mit mir redest, weil ich oben bin. Hey, oben hast du schon alles abgesucht, ne? Ja, oben habe ich schon gesucht. Komisch. Wo sind denn der Knochen wieder? Weiter nach vorne, weil sonst finde ich sie nachher nicht. Am besten gucken wir mal kurz nach der Sanity. Ach, der Breaker ist aus. Kannst du den bitte wieder einschalten? Danke. Ich hatte den ausgemacht, aus Spaß. Achso, ich dachte, das war der Geist wieder. Obwohl, der Geist hat ihn offiziell ja noch nicht ausgemacht, also könnte noch ein Gym sein. Oh mein Gott, die Sanity ist sehr low. Sanity ist low. Okay, ich komme mal runter, weil hier oben ist ja kein Knopf. Komm am besten raus, wir sind bei 35, sehr niedrig. Okay, schon draußen. Jetzt muss ich sehen, ob er einen Kruzifix benutzt hat. Ja, das da wurde schon angeknabbert, scheiße. Mist. Mist, der hat schon eins angeknabbert. Nimm du mal eine Sanity-Pille nur, weil wir müssen testen, ob das ein Shade ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die herstellt, ich glaube 25 oder so. Okay, jetzt behalte du mal die Sanity im Auge. Ich gehe mit einer Kerze erstmal wieder rein, weil ich will gucken, ob der jetzt trotzdem noch versucht zu handeln. Weil wir haben es nicht mitbekommen, aber der hat vorhin versucht zu handeln. Okay. Von dem Kruzi kann ich jetzt auch ein Foto machen. Ist noch unangeknabbert, okay. Kannst du das Kruzi hier sehen von der Kamera im Truck aus? Das, bei dem ich stehe. Shit, der ist genau auf mir, der Geist. Wo soll das sein, der Kruzi? Hier, so orange leuchtet das hier auf dem Boden. Ja, kann man sehen, aber klein. Ja, kann man aber sehen, ja. Hinten ist er. Und unsere Sanity ist immer noch über 35 im Durchschnitt, ne? Also über so 45 oder so müsste die sein, ne? Genau, ja. Ja. Give us a sign. Are you here? Where are you? Give us a sign. Give us a sign. Are you here? Where are you? Kannst du im Geist auch mal das Licht ausmachen? Dann kannst du mal nach Orbs gucken. Auf die Türen achten, falls es ein Jurei ist. Aber ich glaube eher, es ist ein Shade, weil der huntet nicht. Ich stehe hier drin. Also ich sehe keine Orbs, aber ich gucke noch weiter. Vielleicht sehe ich ja doch noch welche. Da
Da sind zwei Kameras drin. Also wichtig ist, dass wir auch die Türen beobachten, falls die zugeknallt werden oder aufgerissen werden. Nein. Du lässt meine Kerze in Ruhe. Okay. Ich glaube, es sind keine Orbs. Sanity ist immer noch über 35, oder? Ziemlich groß, da bräuchte man eigentlich mehr Kerzen. So. Du hast sofort beide Kerzen ausgemacht, ha? Tut sich ja nichts mehr. Moroi ist raus. Jin, der Breaker ist oben, das ist schwierig mit Jin. Jin kann ich aber nachher beim Hand testen. Also du sagtest keine Orbs, ne? Ne. Ich habe jedenfalls keine gesehen. Dort auch nichts. Also könnte ein Onryo oder ein Shade sein. Siehst du die Kerzen auf den Kameras? Nicht wirklich, warte. Kopfkamera an. Ah ne, du hast die verstellt. Doch, jetzt kann ich sie sehen. Der hatte gerade ausgeblasen, ja. Okay, wichtig ist, wenn der gleich huntet, achte darauf, ob der huntet, während Kerzen da sind und achte darauf, ob die Kruzifixe verbrennen. Die machen so einen roten Schimmer. Du weißt ja, wie die aussehen, wenn die benutzt werden, die Kruzis. Beobachte das auf jeden Fall mal. Ja, der Moroi ist übrigens raus, weil Moroi hat immer Spirit Box. Haben wir schon einen Beweis? Ja, Freezing. Ja, ich meine außer Freezing. Wir haben doch nur einen Beweis. Wir gucken ja nur nach Orbs, falls das ein Mimic ist. Achso, okay. Achso, wir spielen mit einem Beweis. Ich hab eben mit drei gespielt, deswegen habe ich immer noch im Kopf. Der hat gerade die eine Tür zugemacht, aber ich glaube, das war ein normales Zumachen. Hast du das gesehen? Ja, normal, ja. Das war langsam, ne? Das war nicht schnell, oder? Ja, ja. Ne. Hat er noch ein Kruzifix benutzt? Nee, ne? Ne. Was läuft der denn jetzt ins Wohnzimmer? Ich verstehe das nicht. Was will der im Wohnzimmer? Hab ich doch gesagt, der wandert rum, siehst du? Eventuell vielleicht ein Yuri, wenn er so viel wurmt. Weil der lief eben auch die ganze Zeit so hinter mir her mit seiner Gefriertemperatur. Na, ehrlich, da war mal diese Wolke vor mir. Jetzt friert es hier auch im Esszimmer auf einmal. Der verbreitet sich hier mit dem Frieren. Das ist mal, ich glaube, das ist ein Bug. Das soll nicht so sein. Okay. Das hatte ich nämlich schon mal in Sunny Meadows. Da hat der ganze Flur gefroren. Und dann war es aber ein Shade gewesen. Ich denke mal, das hier ist auch ein Shade, weil die Kerzen sind aus. Der hat noch nicht versucht zu handeln. Du hast keinen Kruzifix aufgehen sehen, ne? Ist jetzt so. Wie hoch ist der Sanity-Durchschnitt? Okay, wenn der jetzt hier gerade mit drin ist, dann... Okay, ein Airball ist es. Ich gehe mal nach oben. Er huntet jetzt gleich bestimmt. Der hat gerade ein Buch geschmissen, ne? In der Küche. Ja, der hat gerade einen Airball auf mich gemacht und ist dann wieder zurückgegangen, glaube ich. Ist auf jeden Fall keine Oni. Ich denke mal, Verdacht ist auf Shade oder Jin. Ich glaube eher Shade. Okay. Für einen Jin ist der mir ein bisschen zu ruhig. Onryo... Glaube ich auch nicht wirklich. Und alles andere hätte schon längst gehuntet. Wir haben den Knochen noch nicht, aber der ist auch nirgendwo. Ja, müssen wir dann nachher suchen. Wenn es jetzt wirklich nur ein Shade ist, dann können wir die Sanity ja wieder kurz voll machen. Wurde schon ein Kruzifix benutzt? Ups.
wird hier nichts erkennen. Ich denke mal nicht. Ich warte schon auf der anderen Cam. Ich glaube nicht. Ja. Der handelt! Ich kann aber schlecht sehen. Das ist ein Shade. Weil er hat erst wieder Sachen gemacht, als ich weg war. Toll, der ist nicht mal bis zu mir gekommen. Ich glaube, das ist ein Shade. Also, wenn das ein Shade ist, dann müssten wir unsere Sanity nur über 35 im Durchschnitt kriegen, mit Kerzen durch das Haus laufen und dann können wir in Ruhe den Knochen suchen. Oh Scheiße, meine Sanity ist am Arsch. Jetzt sind wir bei 35. Jetzt sind wir genau in der Hunting Range vom Shade. Und jetzt. Also meine Sanity geht doch noch. Jetzt sind wir bei ungefähr 50. So, wenn der uns jetzt. Wir gehen jetzt mit Kerzen durchs Haus. Wenn der jetzt nachher hunten sollte, dann ist es kein Shade. Aber wenn wir jetzt in Ruhe den Knochen suchen können mit Kerzen in der Hand die ganze Zeit, dann ist es ein Shade. Ich hole mal die Kerzen aus der Küche. Ich habe die alle in die Küche gestellt wegen der Onryo-Test. Hier hast du eine Kerze. Ach, hast du noch eine? Ja, lass die immer auf der Hand. So, ich suche hier unten. Such du mal oben nach dem Knochen. Okay. Du kannst ja noch eine Taschenlampe nehmen. Die liegen überall rum. So, jetzt gucken wir nämlich mal. Nicht. Drück ab und zu mal einfach Lichtschalter, um zu gucken, ob der gerade huntet, weil du hörst hier die Tür leider nicht zugehen in dem Haus. Sonst merkst du es nicht, dass er huntet. Wenn du den Lichtschalter nicht mehr betätigen kannst, dann ist es nämlich ein Hunt. Das ist aber auch so mühselig, immer diese Knochensucherei. Das ist dann das Letzte, was einem vom Perfect Game abhält immer. Ja, der macht auch immer etwas, wenn man nicht da ist. Muss ich dazu was sagen? Du hast gesagt, du hast unten alles abgesucht, oder? Fast alles, ja. Warum? Ach, nein, jetzt, ne? Ja, komm mal gucken, komm mal hier zu mir mit der eingeschalteten Kerze. Geh mal ins Wohnzimmer. Achso, da habe ich ja nicht wirklich geguckt. Hier, nicht dahin, nicht dahin, da ist der Geist, hierher. Hier ist das Wohnzimmer. Ja, da war ja aber dunkel. Da, guck mal. Hier war ich nicht drin in dem Raum. Finde hier war den Knochen. Nicht drin, ehrlich. Nee, ich sehe den, hier war schon mal noch nicht drin. Das ist der einzige Raum, wo ich nicht drin war, ehrlich. Ja, genau, dann ist es der Raum, wo man nicht drin war, wenn so ein riesiger Knochen ist, der einem schon fast ins Gesicht springt. Das ist auch ein Witz, oder? So ehrlich. So ein Riesenknochen, ich dachte schon, genauso wie letztens in Edgefield, wo du fast über den Knochen drüber gefallen bist, ey. Wo ich dachte, dass du da nicht drüber gefallen bist, das ist noch ein Wunder. Nee, das sieht man ja nicht. Ich bin wirklich nicht drin im Zimmer. Okay, lass uns mal gucken. Hat der noch ein Kruzifix angeknabbert hier drin? Außer das eine, das war ja schon. Der hat hier noch eins angeknabbert, aber ich weiß nicht wann. Das war aber nicht jetzt. Das war ein Wurf gewesen. Na toll. Jetzt, hallo? Wir müssten ja noch bei 45% Sanity sein. Ich würde mal sagen, wir tun die Kruzis hier mal kurz raus. Dann schauen wir, ob er jetzt huntet. Soll ich hier bleiben im Versteck? Wo bist du denn? Hier unter der Treppe kann ich mich schon verstecken, oder? Meine Nase.
Nee, wenn das zweite Regal nicht da ist, dann nicht. Dann besser oben hin. Hinter den Sessel. Der Sessel? Ja, der okay. Sessel. Oh. Klopfi. Show us, give us a sign. Are you here? Show us, give us a sign. Ich weiß nicht, das eine Kruzifix könnte der auch vorhin angeknabbert haben, als ich mit der Low Sanity hier drin war. Ich lasse mir die mal dahin, dass er von da nicht handeln kann. Show us, give us a sign. Are you here? Kerzen. Aus. Komm, mach die andere aus. Falls du noch ein Rio bist. Ich glaube es nicht. Gucken, hantet er jetzt? Also ich würde einfach mal mit Shade gehen. Sollen wir einfach mit Shade fahren? Ach Mist, ich muss ihm ja noch während des Hunts entkommen. Ja, gute Nacht. Also soll ich hinterm Sessel bleiben oder soll ich in den Trank gehen? Ja, du kannst hinterm Sessel bleiben und die Kerze einfach ausmachen. Jetzt hat er aber selber den Breaker gekillt. Ich mache ihn mal kurz an. Ah ja, das war jetzt der Geist selber gewesen. Das hat man ja gehört, wie er damit interagiert hat. Das Klacken. Dieses Geräusch. So, dann machen wir, dass wir wieder hier rauskommen. Ach ja. Ist noch offen, der huntet noch nicht. Wo sind meine Kissen? Alle meine Kissen. Kissen, Kissen. Jetzt spielen wir wieder mit den Kissen. Aber ich sehe gerade hier nebenan im Raum ist, glaube ich, auch ein Versteck. Aber ich habe es noch nie benutzt. Hui. Ja, schon gut hier hinterm Sessel dein Gespür. Es regnet Kissen. Ja, der Sessel da ist relativ zuverlässig. Also. Da bin ich eigentlich, wenn ich jetzt keinen Bockmist gebaut habe, bin ich da auch nie gestorben. Nur wenn du natürlich Scheiße machst, stirbst du da. Ja, ja, eben. Also ist er eigentlich wie ein normaler Hiding-Spot, weil. Oh, der huntet, glaube ich. Wo ist er denn? Ghosty! Hello? Ghosty, I'm here! Ah, da kommt er ja endlich mal. Der Monsieur hat sich ja Zeit gelassen. Stark beschleunigt. Hm. Er hat jetzt aber schon krass beschleunigt. Sag mal, hat er jetzt gerade hier oben eine Tür angefasst oder bin ich jetzt total bescheuert? Keine Ahnung, die Aufgabe ist schon erledigt. Warte mal, ich muss mal kurz Türen hören gehen. Falls es ein Jurei ist. Du kannst nicht aus deinem Raum raus, ne? Weil ich dich gerade gesmatscht habe, wenn du ein Jurei bist, ne? Ja. Was ist mit der Tür hier? Du kannst mal im Truck die Türen beobachten, ob er eine zuknallt. Kommst du aus dem Raum aus? Okay, guck ich. Okay. Ich komme auch mal kurz raus, um nach der Sanity zu schauen. Okay, die war auf jeden Fall wieder unter 35. Und hat er keine Türen zugeknallt oder so, ne? Na, ich habe nichts gesehen bis jetzt. Also ich habe die gerade extra noch mal so angelehnt, dass die so halb offen sind. Ja, sollen wir einen Shade eintragen und fahren? Ja, guck mal, jetzt bewegt er die Tür. Guck, macht sie auf. Hat er die zugeknallt, hat sie mehr geöffnet. Hast du gesehen? Hat er die jetzt in einem Zug aufgemacht oder ging die langsam auf? Eigentlich langsam. Also in einem durch, schon. Hm. Ich würde mal mit Shade gehen wegen dem niedrigen Sanity-Hand.
Versuch. Wir haben jetzt keine Sanity-Pillen mehr, um das noch weiter zu testen, aber der hat ja immer nur bei niedriger Sanity, glaube ich, gehandelt. Ich hoffe, ich vertraue. Ja, komm, fahren wir mit Shade. Okay, ja, dann Abfahrt. Das eine Kruzifix da macht mir noch ein bisschen Kopfschmerzen, wann er das benutzt hat. Vielleicht hat er das auch benutzt, als ich damit Low Sanity im Haus rumstand und auf eine Hand gewartet habe. Könnte jetzt auch irgendwas anderes gewesen sein. Okay, es war ein Shade. Gut, da konnten wir uns auf die Hunting Sanity doch verlassen. Phew! Okay. Ja, so findet man einen Shade mit nur einem Beweis aus. Schön auf die Sanity achten, wann er huntet. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.